So, YouTube. Hallo und willkommen zu Foundry. Ich habe hier noch ein bisschen aufgeräumt, weil wir haben vergessen, was wir machen wollten. Und wir haben uns dann ein bisschen verquatscht und ich habe ein bisschen mehr weggenommen. Aber ich glaube, das ist jetzt hier alles ganz schön, außer dass ich hier fast nicht mehr hochkomme. Und als erstes, fliegt er hier rüber, wollten wir den Strom wiederherstellen. Ich versuche mal, dass wir das irgendwie... Wie weit kann der gehen? So weit? Okay, manchmal kann es gefühlt 3 Meter weit gehen und manchmal überdauert das irgendwie Äonen. So, geht doch. Und... hoch damit. Ja, wir haben so einige Themen heute schon gehabt. Teure Steuern hatten wir zum Beispiel. Und ob Streamer davon leben können, können sie in den meisten Fällen nicht, wenn sie nicht extra Deals haben. Falls da draußen ein Sponsor ist, jederzeit. Nein, muss natürlich was Sinnvolles sein. Ich würde nicht irgendeine Scheiße unterstützen. Davon mal abgesehen. Von daher, ich glaube, da muss man auch schon recht skrupellos sein. Dann sind wir über andere Themen und hier und da nach links und rechts abgewichen. Und aktuell beleidigen wir irgendwie Autofahrer, die rechts überholende Radfahrer verstreifen. Das geht immer sehr schnell, nicht? Wenn man in so einem Redefluss ist, von einem zum anderen zu kommen. Aber stimmt schon, generell rechts überholen, merkt euch das, ist egal, ob mit Rad, mit Auto oder auch als Fußgänger. Und da lacht ihr vielleicht, haha, ich laufe, wie ich will. Eigentlich geht man immer rechts aneinander vorbei und es ist leider auch immer schlimmer, dass so Menschen einem nicht mehr ausweichen und sich dann wundern, warum man nicht ausgewichen ist. Aber dass die vielleicht diejenigen hätten sein müssen, die ausweichen, das steht vielleicht gar nicht zur Diskussion für sie. Ja, aber auf jeden Fall weicht lieber aus und überholt nicht rechts. So. Damit haben wir den Bildungsauftrag auch erfüllt. Wo haben wir denn den Anschluss? Den haben wir da rechts, nicht? Das heißt, wir müssten noch ein Stück weiter. Ja, hier ist relativ viel im Weg. Das nervt mich. Also ich habe nichts dagegen, dass da ein bisschen was im Weg ist. Aber das ist schon echt zu viel, würde ich sagen. Da müssen wir einmal Platz machen. Sorry, du musst auch nochmal weg. Also kriegst einen besseren Platz. Man darf mit dem Rad stehende Autos rechts überholen. Ja gut, aber stehende Sachen kannst du ja immer überholen. Also, das ist ja meistens kein Problem. Außer ein Bus, der blinkt, nicht? Aber das sollte jeder gelernt haben. Wobei, und da geht auch ein Problem los, finde ich zumindest. Du brauchst als Radfahrer keinen Führerschein. Also ich finde, klar hat man, wenn man Glück hat, eine Schule, wo man als Schüler in eine Radfahrschule konnte und das gelernt hat. Ich damals schon im Kindergarten, aber aus Kostengründen fällt sowas heute gerne weg und viele wissen die einfachsten Regeln vom Verkehr einfach nicht und dürfen aber am Straßenverkehr teilnehmen und das ist in meinen Augen ein kleines Problem. Also da sollte man zumindest so den kleinen Führerschein oder sowas einführen. Dass man da ja mehr Sicherheit reinkriegt. Dass man davon ausgehen kann, dass Leute in einem gewissen Alter zumindest wissen, was die Verkehrszeichen bedeuten. Ja, das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich. Shit. Ich habe so viel weggenommen und jetzt ist doch das Ding hier alles noch im Weg. Zum Beispiel an einer roten Ampel oder Stau. Ah, okay. Gut, bei einer roten Ampel halten die meisten ja sowieso nicht mehr an heutzutage. Von daher ist das Problem, glaube ich, eh obsolet. Das hat sich dann evolutionstechnisch eh erledigt. Ah, wir sollten auf die Höhe...
So, wunderbar. Damit sind die hier angeschlossen. Aber die hier nicht. Kacke. Das ist auch besser so, dass die getrennt sind. Aber dann müssen wir da unten noch Platz schaffen für die hier. Ah, ich glaube, uns sind auch die Dings ausgegangen, nicht? Hier die Blöcke beim letzten Mal. Ich erinnere mich. Oh, und wir haben auch keine davon mehr. Habe ich alles ausgegeben? Ach ja, aber heutzutage ist sowieso... Ich meine, jeder kann doch machen, was er will, nicht wahr? Und apropos Sponsoring, der Fahrradführerschein und Verkehrserziehung in Kindergärten und Grundschulen wird in Deutschland effektiv von der Autoindustrie finanziert. Okay. Naja, macht ja auch Sinn. Wer früh Fahrradfahren lernt, hat vielleicht einen leichteren Zugang zu Auto später. Muss ja auch mal positive Aspekte haben. Eine Lobby zu haben. So, jetzt aber, Leute. Wir sind soweit. Sammelt. So, das heißt, wir kriegen jetzt das Ignum. Und ich weiß, also unser großes Ziel war, die Forschungspakete 4 herzustellen. Dafür brauchten wir Energiezellen. Und irgendwelche Firmalit-Stangen. Aber die kann ich, glaube ich, noch nicht. Apropos, die kann ich noch nicht. Wir müssen mal in den Forschungsbaum gucken. Firmalit-Schmelze. Ich glaube, die brauchen wir. Dann würde ich sagen, starten wir die Forschung. Aber warte mal. Für die Firmalit-Schmelze brauche ich ja die Forschungspakete. Also kann das nicht daran hängen. Das heißt, das könnte vielleicht hier mit dranhängen. Weil ich habe Firmalit noch nirgendwo gesehen. Ach, oder das ist auch so ein Glasschmelze-Ding. Oder hier im Brennofen. Nee, der zerstört nur. Auswahllader. Drei Blöcke Reichweite. Auch nicht wichtig. Strommasten haben wir. Langstreckenscanner. Keine Ahnung. Wir bauen ihn einfach. Oder erforschen ihn erstmal, bevor wir ihn bauen. Und jetzt müssen wir was bauen. Ich habe das echt vergessen. Also, wir kriegen Platten vorne. Okay, wir kriegen elektronische Komponenten. Okay, wir brauchen Glas. Das holen wir auch vorne. Wir haben Olomidsäure. Genau, die wollen wir herstellen. Und dafür brauchen wir Ignumpulver. Okay, wir müssen Ignumpulver hier machen. Und dafür brauchen wir Zerkleinerer. Alles klar. Das heißt, aus dem Erdschotter machen wir jetzt Pulver. Ich weiß nur die Mengen nicht mehr. Oh, wir hatten das alles ausgerechnet, nicht? Ich kriege wie viel? 5 in 5 Sekunden. Also pro Sekunde 1. Wir brauchen 16 in 8 Sekunden. Ich krieg pro Sekunde 1, also brauchen wir 2. Wenn ich 16 durch 8 teile, brauche ich 2 pro Sekunde für die Säure. Also brauche ich hiervon doppelt so viele wie hiervon. Olomidgas kriege ich 90. Das ist eine 1:1, sogar eine 1:1,25 Umwandlung. Das heißt, ich kann 1,25 plus die machen. Hiervon hatten wir, ich weiß gar nicht, 4. Oder 5. Ich glaube, 5 hatten wir. Das heißt, hiervon könnte ich 8 machen. Dann heißt, davon bräuchte ich 16. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich kann hier nochmal 5 mal 90 durch 75. Okay. 5 mal 90. Haben wir 450 durch 75 haben wir genau 6. Okay. Das heißt, wir können davon 6 bauen. Ja, macht ja auch Sinn, nicht? 5 mal... Hä? 5 mal 15 ergibt dann 75. Macht sogar Sinn. Also 6 Dinger davon, dann brauchen wir 12 Ignumpulver-Sachen.
Brauchen wir davon aber gleich 14. Und dann brauchen wir 14 Zerkleinerer. Das heißt, wir müssen jetzt 14 Zerkleinerer herstellen. Kann ich die überhaupt herstellen? Ja. Okay, 14 Zerkleinerer. Es gibt Vereine, sagt Lytro, die vollständig in den Händen der Autolobby sind. Es geht denen möglichst darauf, auf die Gefahren durch Autos und LKWs aufmerksam zu machen und den Kids Angst zu machen vor Unfällen. Ansonsten müsste eigentlich umgekehrt sein, den Auto- und LKW-Fahrern diese Angst zu machen und dazu zu bringen, besser aufzupassen. Ja, und vor allem auch gesetzliche Regelungen, denen die Handhabe zu geben, zum Beispiel bei ihrem Vorgesetzten auch fordern zu können, den LKW sicher zu machen, nicht? Also tote Winkel, Spiegel, auch wenn du nicht alles abdecken kannst, zusätzlich an vielbefahrenen Kreuzungen auch extra Spiegel. Welches Land war das, was so ein ganz cleveres System hatte? Die Niederlande oder so? Wo der LKW eine Kamera oder sowas angezeigt bekommt und dann alles sieht? Ah, da gab es dann so ein, zwei, drei coole Ideen, die alle wenig kosten und einfache Umsetzung haben, aber bei uns einfach nicht passieren und vielen Leuten das Leben ja retten könnte. Aber hey, Leben ist ja auch nicht so viel wert. Okay, ich würde sagen, wir gehen mit einem Einzelnen raus. Ein Einzelner schafft wie viel? Das steht irgendwie hier dabei. Einer schafft 1200. So, 1200 pro Sekunde. Minute. Okay, 1200 pro Minute sind 20 pro Sekunde. 20 pro Sekunde. Der Zerkleinerer braucht 1. Das heißt, 20 Zerkleiner können wir an einem Ding locker rankriegen. Okay. Easy. Das ist schon mal gut. Oh, damit gehen wir erstmal nach vorne. Dann müssen wir wieder so eine Baumspaltung nach vorne machen, nicht? Ich weiß nicht, wo die Mitte ist. Und wie viel Platz wir brauchen, das ist eher so das Problem. Aber wir können ja mal anfangen, die 14 zu setzen. Ich mache mal mir ein bisschen breiter hier die Plattform. Und länger. Kann sie eh werden. Wir haben sehr viele Sachen im Inventar, die wahrscheinlich nur die Hälfte der Zeit reichen werden. Wenn ich schon sehe, dass hier allein 200-300 weggehen pro Fläche, die ich ziehe. Aber gut. Was tut man nicht alles für den Fortschritt? Oh, das Ding steht zum Beispiel auch nicht so günstig. Ja, auch wenn das hier unnötig ist. Das sieht sonst scheiße aus. Okay, 14 von den Dingern. Dann fangen wir einfach erstmal hier an. Wir machen immer so Zweierpacks, nicht? Das hat sich, glaube ich, ganz gut bewährt. Okay. Dann wissen wir schon mal, aha, dann können wir hier das wegnehmen. Das sparen wir uns schon mal. Und wo ist jetzt die Mitte? 1, 2, 1, 2, 1, 2, da haben wir 3, das ist der vierte. 1, 2, 1, 2, 1, 2 ist der vierte. Also ist hier die Mitte. Und jetzt ist so die Sache auf der Höhe, ne? Kommt das bei denen an? Dann müssen wir die einzeln zusammenfassen, jedes Mal. So. Und oh, von dem müssen wir Sachen herstellen. Und dann sind wir schon wieder leer fast. Das geht so schnell, dass man hier einfach nichts mehr hat. Aber hey, wahrscheinlich arbeiten wir in dem Spiel sogar geheim für die Autolobby, nicht wahr? So, die Sachen kommen rein.
Da haben wir das verbunden miteinander. Ja, ich glaube, das wird eng oder reicht nicht vom Abstand. So, jetzt ist so die Sache. Also, wenn das hier rauskommt, dann müssen wir eigentlich die beiden zusammenfassen. Aber dann ist er ja damit dran. Eigentlich müsste ich... Ja, shit. Eigentlich müssten die zusammen und nicht die beiden. Eigentlich müsste ich hier einen Abstand machen. Okay. Also nochmal. Alles von vorne. Ich meine, jetzt wissen wir, wo die Mitte ist. Dann brauchen wir die Dinger hier erstmal gar nicht wieder. Andererseits brauche ich sie, um den Abstand zu regeln, nicht? Aber wir wissen, die müssen weiter nach hinten. Machen wir sie hier hin. Ich hoffe, das reicht. Das Spiel hat aber gut von Satisfactory geklaut. Würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, Factorio meets Minecraft vielleicht. Trifft es noch ein bisschen präziser. So zumindest das, was ich mit den anderen Leuten bisher ermitteln konnte, dass das eher so der Konsens ist. Jetzt ist so die Sache, bei 14 habe ich einen rechts und einen links. Ist ja kacke. Dann habe ich einen einzelnen. Nee, das kann nicht aufgehen. Ja, weil es 7 ist, nicht? 14, 7, 3,5. Das ist ja dumm. 16, 8, 4, 2, nicht? Das geht wieder. Okay, dann behandle ich die äußeren, als ob das 2 wären. Oder ich mache nur auf einer Seite. Dann würde sich aber die Mitte verschieben. Ja, wir müssen das alles einmal verschieben. Toyota, Mercedes machen das, BMW, Renault, also alle. Alle Mitglieder sind Verein. Na, klasse. Bei neu zugelassenen LKWs sind Abbiegerassistenzsysteme zum Glück vorgeschrieben. Ja, nur wie viele alte LKW gibt es auf den Straßen, nicht wahr? Das ist ja auch immer gut gedacht, aber nicht zu Ende gedacht, sage ich mal. Ich glaube, ab diesem Jahr war es sogar so, dass Nicht-Neuzulassungen das brauchen, kann das sein? Nur irgendwelche historischen oder sowas sind wieder ausgenommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Wir behandeln das 1, 2, 3, 4, dann ist hier die Mitte. Das behandeln wir jetzt als Mitte. Nicht mehr das da. So. Und dann können wir nämlich in die andere Richtung um 1 verlängern, wenn wir es brauchen. Wenn da irgendwas schief geht. So. Jetzt 3 Abstand immer davor und dann haben wir es. Ich meine, es hat ähnliche Konzepte wie Satisfactory, geht aber doch den ein oder anderen Weg. Ist aber auch noch Early Access, also kommt sehr viel noch rein, nicht? Also es ist sehr early. Ich meine, dafür, dass es so lange eigentlich im, schon im, wie heißt das, itch.io war, da habe ich es nämlich auch her, da habe ich es gebackt. Ist eigentlich nicht so viel passiert. Also, da hoffe ich, dass demnächst mal ein riesen Patch kommt. Gegner sind zum Beispiel noch geplant. Mehr Story ist geplant. Genau. Wobei ich hier bei der Story irgendwie mehr Gefühl habe, dass ich wirklich was bewirke. Bei Satisfactory wirkt es so, als ob ich einfach nur ausgebeutet werde. Okay, wenn ich jetzt die beiden zusammenfasse, dann die, dann passt das. Okay. Das heißt, wir fassen die zusammen, wir fassen die zusammen, wir fassen die zusammen und wir fassen, ja, die zusammen, die hier nicht da sind. Okay. Gut, dass ich so viel Förderbänder gebaut habe, nicht wahr? Dann machen wir erstmal die eine Seite.
Ich habe heute was richtig Dummes herausgefunden. Ich darf Trike mit über 15 Kilowatt fahren, weil ich zwischen 13 und 16 Autoführerschein gemacht habe. Davor und danach darfst du das nicht fahren. Ja, das sind alles solche Regelungen, nicht wahr? Das ist... Aber wenn du vor einem bestimmten Jahr irgendwie Führerschein gemacht hast, darfst du ja sogar LKW fahren. Also, es geht noch schwieriger. Wobei das teilweise mit der Umstellung auf die neuen Führerscheine auch wieder revoked wird. So, jetzt haben wir die beiden. Die würden dann in der Mitte zusammengeführt werden, ja. Und die beiden hier. Das ist gar nicht so verwirrend, nicht? Das ist eigentlich ziemlich clever, so das System. Pflicht zum Nachrüsten gibt es leider nicht. Ah, schade. Das wäre aber sinnvoll, in meinen Augen. Weil gerade die alten LKW sind ja das Problem, nicht? Nicht die neuen unbedingt. Ah, das ist halt... Das wäre noch was. Ich finde, gerade bei sowas sind Übergangsfristen immer ein bisschen zu lang. Ich meine, man kann innerhalb von einem Jahr irgendwie Gras freigeben, aber man kriegt das nicht hin, für die Sicherheit von Menschen zu sorgen in kürzerer Zeit. Naja, gut. Prioritäten, nicht wahr? So, dann können wir das hier nämlich auch kürzer machen. Guckt mal, wie schön sich das hier anschmiegt. Sogar die deutsche Normerdingenskirchen, die das Ding ist strengsten überwacht. Was ist strengsten überwacht? Welche Norm? Diese Überwachung, ja? Okay. Also diese Assistenzsysteme. Juhu, wir haben's. Dann können wir hier auf Output stellen, würde ich sagen. Und hier können wir schon mal auf Ignum-Pulver umstellen. Dann können wir schon mal ein bisschen vorproduzieren. Dann müssen wir hinten nur noch den Abspeisungssystem bauen. Aber das ist einfacher. Da gehe ich mal einen neuen Weg. Dann probieren wir mal was. Ob wir das da ein bisschen effizienter hinkriegen. Damit die Plattformen nicht immer so riesig werden. Wunderbar. Es fließt auf jeden Fall, es verteilt sich sauber, jeder kriegt gleich viel. Das heißt, die arbeiten mit gleicher Effizienz. Und dann ist gut. Ob die genug reinkriegen? Anscheinend. Ja. Also, das passt. Haben wir ja auch ausgerechnet. Hätte mich also gewundert, wenn es nicht passt. Es gibt seit kurzer Zeit die Regel, dass die StVO LKW beim Abbiegen an Kreuzungen maximal Schritttempo fahren dürfen. Ja, gut. Das ist halt, wo kein, wie sagt man, wo kein Richter, wo kein Henker, da kein Richter, nee, da gibt's auch irgendwie so einen Spruch. Und solange es nicht überwacht wird, nicht, das ist genau wie diese ganzen versüfften Essensläden, die wahrscheinlich nicht mal 1% der Gesundheitsauflagen erfüllen, bis die mal kontrolliert werden und dann auch nur halbherzig, da haben die schon Jahre Geld gemacht und dann übernimmt einfach der Nächste den Laden und führt den genauso weiter, bis der dann wieder kontrolliert wird, dauert das wieder zig Jahre. System ausgehebelt. Das kannst du ja überall wiederholen. Mit Steuer, mit Dings. Oha. Pinky and the Brain asked me, stinkt Larry? Ich Oha. Würde lieber sagen, dass ich wie eine frische Brise rieche, im Gegensatz zu manchen anderen hier. Zurückgetrollt von der KI. Brokkoli bringt mir Geld. Ja, eben, nicht? Da, wo das Geld liegt... Da wird auch schnell eine Entscheidung getroffen und Menschenleben bringen kein Geld, Menschenleben kosten Geld. Und Geld, was kostet, wird heutzutage gescheut. Warte mal, ich glaube, wir brauchen gar nicht viel mehr. Das könnte sogar schon so klappen. Wobei ich heute sagen muss, ich würde
mich in Kategorie Straßenpenner aktuell einordnen. Nicht den Straßenpennern zu nahe zu treten. Aber ich habe da schon einige Duftmarken heute. Wir gehen nicht weiter ins Detail. Okay, und diesmal, ich versuche das mal nämlich so zu machen, ob das reicht. Ich bin mir da nicht sicher. Das werden wir dann herausfinden, ob ein Förderband für die reicht. Wenn nicht, machen wir für die hinteren noch ein zweites. Weil das ist ja diese T-Kreuzung, wo alle sagen, oh, mach doch, das ist nicht so kompliziert. Ich mag halt diese Kombinierer lieber. Aber vielleicht ist das ja auch hier der Weg beim Eingang gut und hier nicht so und dann passt das. Wo kein Kläger, da kein Richter. Das mit Kläger, danke. Kläger fehlte mir. Wo kein Kläger, da kein Richter. So. Und wenn keiner was kontrolliert, nicht, wer soll's dann auch beklagen? So, jetzt ist die Frage, wenn wir da noch zwei dazwischen oder einen dazwischen planen. Nee, zwei würden wir da noch einplanen, nicht? Dann bauen wir auch den entsprechenden Platz. Den lasse ich uns einfach. Das wären dann 1, 2, 1, 2. Das heißt bis hier. Das heißt, dann machen wir das ab dort. Und dann können wir ja eh nach hier vorne damit. Und dann kann da ein wunderschönes Lager hin. Guckt euch die Pracht einfach an. Ist es nicht herrlich? Als ob ich das so geplant hätte. Habe ich nicht, aber wir haben mal wieder Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand. Ihr kennt das. Als ob alle Penner stinken. Ja, deswegen sage ich ja, ist ja nicht wahrscheinlich gerecht. Diese Aussage. Vielleicht stinken eher alle Penner wie ich. Das ist vielleicht eine Aussage, die ich dann eher unterstützen würde heute. Das Problem ist, man kann doch nicht mal dagegen klagen, wenn die LKW zu schnell fahren, solange dadurch keine Unfälle mit Schienen passieren. Ja. Es muss immer erst was passieren. Okay, also hier fließt es auf jeden Fall gut ein. 96. Hält sich auf jeden Fall stabil. Ach, der macht 5er, nicht? Oh, der macht aus einem 5. Ach, krass. Deswegen ist das so gut. Okay, jetzt ist die Frage, wahrscheinlich fließt es jetzt erstmal hier hinten ab, auf 0. Jetzt kommen die hinterher, okay. Das heißt, bis die vorne mal leer werden, kann es dauern. Aber ist ja nicht schlecht. Das heißt, das hier läuft jetzt erstmal voll und dann haben wir's. Ich habe Verstand, ja, den suche ich auch noch. Wenn kein Unfall passiert, ist niemand einen Schaden hat, dann werden die einfachen Verstößeverfahren eingestellt, solange es keines großen öffentliches Interesse an dem Thema gibt. Ja, das ist ja dann auch immer, wenn hier ein Kind angefahren oder an irgendeiner Kreuzung, wo schon alle immer sagen, hier wird was passieren, nicht? Da ist es dann immer ganz groß. Da kommt sowas in die Medien. Oh, ich habe nur noch 700 Dinger. Aber davor und danach halt nicht. So, nächste Stufe. Wartet mal. Ich habe hier so viel freigeräumt. Wir brauchen jetzt. Also wir haben Olomid-Gas. Wir brauchen jetzt Olomid-Säure. Davon brauchen wir 6, haben wir festgestellt. Die brauchen Wasser und Ignumpulver. Wenn ich. Also entweder mache ich die hier hin. Muss ich Wasser von da vorne holen. Oder ich mache die da hin. Muss ich das nach da bringen. So, und aus den Dingern, dann habe ich die Olomid-Säure. Mache ich dann die Energiezellen. So, wir produzieren 40 in 8 und brauchen aber in 30 60. Also brauche ich, kann ich 30 von diesen Fabriken oder sowas daraus bauen. Also hier kriegen wir auf jeden Fall mehr als genug Säure für die Energiezellen. Das ist also nicht relevant. Und ich guck noch mal. Also die Stäbe haben wir
Haben wir einfach noch nicht. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall weiter forschen. Wo wir das herbekommen. Hä? Okay, das wird auf jeden Fall spannend, weil wir sollen auch den hier bauen. Da brauchen wir Xenophyritplatten. Ach, den können wir bauen. Punktumsockel. Ah, den kann ich doch im Charakter. 5 Sekunden. Okay, ich brauche eigentlich nur fortgeschrittene Maschinenteile und Xenophyritplatten. Na gut. Die Frage ist, wenn ich jetzt die Olomitsäure hier hinten mache, dann würde ich davor ja das machen. Also, wenn wir hier die Olomitsäure machen, würden wir hier die Produktion von den Batterien machen, um sie hier hinzuliefern. Das ist eigentlich gar nicht doof. Und hier würden wir das Glas aufbauen, nicht? Das heißt, ich glaube, als nächstes wäre eigentlich eher wichtiger, das Glas aufzubauen, als irgendwas anderes. Aber okay, dann machen wir hier mal die Olomitsäure. Vielleicht machen wir die einfach so. Das sieht gut aus. Ich glaube, die hatte ich auch irgendwo schon gebaut, die Sachen dafür. Okay. Tja, was machen wir? Was machen wir? Gefällt mir das? So könnten wir es halt schlecht erweitern, außer ich sprenge links und rechts. Das ist die Frage. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Aber ich hab die nicht, oder? Nee. Was brauche ich denn überhaupt für die Dinger? Chemische Verarbeiter? Kann ich überhaupt chemische Verarbeiter bauen? Chemische Verarbeiter. Polymerplatten. Okay, die kriege ich. Und Maschinenteile. Okay, Stahlträger habe ich. Okay. So, Polymerteile und fortgeschrittene Maschinenteile. Schaffen wir, schaffen wir. Radwege dürfen in Deutschland auch erst dann gebaut werden, wenn es eine besondere Gefährdung des Radverkehrs auf der Fahrbahn gibt. Eine besondere Gefährdung liegt dann nach Ansicht der Behörden erst dann vor, wenn mindestens ein Unfall mit Todesfolge oder schwerer Körperverletzung auf der betroffenen Straße passiert ist. Ja, wow. Dann brauchst du dich also nur von einem Bekannten so anfahren zu lassen, dass du nicht stirbst und keine bleibenden Schäden hast und dann kriegst du deinen Radweg. System ausgehebelt. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wo sind denn die Olomit-Polymer-Platten? Da vorne sind die Platten. Da müssen wir hin. Ja, aber das hat man ja immer wieder. Ich denke aber, wenn erstmal ein paar Jahrzehnte vergangen sind und die alten Planungsverfahren endlich mal alle weg sind, dann gibt es neue Planungsverfahren, die nicht mehr zeitgemäß sind. Wahrscheinlich gibt es dann schon Magnetschwebe-Radwege. Und wir planen dann noch normale Radwege, weil es halt vor 15 Jahren so beschlossen wurde. Aber so ist es halt. Das lässt sich ja kaum verhindern. Und Stangen. Stangen gibt es da hinten. Ups. Da hätte ich gar nicht runterfallen müssen. Aber ich falle gerne runter. Hätte es bei euch schon längst einen Radweg geben sollen. Ja, hast dich nicht genug beschwert. Oder derjenige ist nicht genug gestorben. Vielleicht gibt es ja auch verschiedene Formen des Sterbens. Einen können wir herstellen. Warum? Weil ihm was fehlt? Fortgeschrittenen Dinger. Ich glaube, die werden aus Platten. Okay, dann holen wir uns die fortgeschrittenen Maschinenteile. Wir sind 500 Meter weg. Ja, ich habe ein bisschen größer geplant als viele anderen. Dadurch habe ich sehr viele Laufwege und komme nicht ganz so schnell voran. Dafür habe ich aber mehr Ruhe, was jetzt den Umbau angeht. Also eigentlich muss ich jetzt gar nichts mehr umbauen. Und ich hoffe auch, dass es lange so bleiben wird. Und sobald ich dann das Jetpack habe, was wir nach der Ölsäure und den Solarzellen auch in Angriff nehmen, haben wir auch nochmal was gewonnen.
Aber es gibt keine Radwegpflicht bei Unfällen. Na, guck an. Da haben wir wieder die Ausnahme. Ist doch easy. Easy. Nee, da sind Platten, aber Platten baue ich auch. Wo? Ah, weiter, dahinter. Nochmal 100 Meter. Oh, schaffen wir den Sprung? Den ja. Den ja, aber den nicht. Und wir haben beide Sprünge nicht geschafft. Wow. Weil ich schon beim ersten einfach runtergefallen bin. Ich bin ein Könner, wirklich. Darf nicht einfach ohne Grund ein Radweg gebaut werden? Ja, okay. Aber das macht doch schon Sinn. Warum sollte ich in der ruhigen Seitenstraße dann einen Radweg bauen, weil da dreimal am Tag ein Auto fährt, nicht? Also, ich würde ja verstehen, wenn es dann Planungsverfahren gibt, aber die ziehen sich ja über Jahre hinweg oder Jahrzehnte. Habt ihr gehört von der Brücke? Da sollte in einer Stadt eine dreispurige Schiene gebaut werden, weil die zweispurige Schiene überlastet ist von der Bahn. Das Planungsverfahren hat aber so lange gedauert, dass das Planungsverfahren der Autobahn schneller war. Und da Planungsverfahren immer nur die vorhandene Infrastruktur in Eintracht beziehen dürfen, wurde jetzt eine Autobahnbrücke gebaut, die verhindert, dass eine dritte Schiene gebaut werden kann. Infolgedessen wird jetzt die Bahn die neue Brücke nächsten Monat oder so anfangen abzureißen, die gerade fertig wurde für 16 Millionen, damit sie die dritte Schiene bauen kann, um dann eine Autobahnbrücke darüber zu bauen. Ja. Deswegen sind Planungsverfahren nicht so sinnvoll. Also, ganz ehrlich, da hat das in der DDR, glaube ich, besser funktioniert. Da kam dann zumindest irgendjemand und hat irgendwas entschieden. Ob das dann gut oder schlecht war am Ende, aber es wurde was entschieden. Ich glaube, das ist heutzutage so ein ganz großes Problem, dass Sachen einfach nicht mehr entschieden werden. 6 brauchten wir, nicht? Okay, dann haben wir 6 chemische Verarbeiter. So, und was, wenn wir die haben, aus was machen wir denn? Ach, V. So. Hä? Nicht? Achso, doch, ist ja richtig. Ich dachte, warum geht das Inventar auf? Ich wollte ja das aufhaben. Und wenn wir jetzt die bauen wollen, die kommen in Flüssigkeitsfertiger. Was brauchen wir denn für die? Gießerei? Destillationskolonne? Haben die eigentlich Abgase, die da entstehen? Hier ja, nicht? Nee, die haben keine Abgase. Okay, also Olomitsäure kann ich schon so produzieren. Die haben auch keine Abgase. Das kann ich auch so produzieren. Okay. Flüssigkeitsfertiger da. Ah, ich wollte gerade sagen, ist das Level 3? Und von denen kann ich jetzt so viele bauen, wie ich lustig bin, nicht? Machen wir 6. Flüssigkeitsfertiger. 7. Machen wir 8. 8 ist immer ein guter Wert in diesem Spiel. Dann haben wir 8 Flüssigkeitsfertiger. Ein Tank brauchen wir auf jeden Fall. Rohre haben wir noch. Und wir brauchen nochmal 2 Pumpen für Wasser. Ich glaube, dann haben wir alles. Dann können wir zurück. Ich werde die Hälfte vergessen haben, aber das werden wir dann sehen. Ich werde nur nochmal mein Inventar entleeren. Bin immer so zugemüllt. Das ist normal. Hier in der Nähe der Autobahnbrücke marode gewesen. Innerhalb von 2 Jahren wurde sie gesprengt, neu gebaut, inklusive Planung und Genehmigungsverfahren. Ja, nur dass diese Autobahnbrücke irgendwie 8 Jahre gedauert hat, aber die Planung für die Eisenbahn 16 Jahre oder so. Alle sind sich einig, die ist sinnvoll und wird gebaut. Aber dürfen sie nicht berücksichtigen. Aber warum nicht? Also, die 2 Millionen, die Brücke jetzt einen Meter breiter zu machen, damit ich nicht später nochmal 16 Millionen zahle. Also, das ist doch das, was wehtut. Und wo man dann auch irgendwann sagen muss, ich meine, das zahlst du, das zahle ich, das zahlen wir alle, diese Scheiße. Und jemanden zu beschäftigen, der das Ganze beschleunigt, der kostet halt vielleicht in seinem ganzen Leben 400.000, solange er da arbeitet. Lass es 2 Millionen sein, die der am Ende seines Lebens kriegt, weil er hochsteigt dann, weil er das so gut gemacht hat.
Die Leute verdienen ja da auch nicht wirklich was. Werden ja auch nicht mehr verbeamtet. Man könnte mit Personal, glaube ich, viel mehr Scheiße beheben und wesentlich mehr Geld einsparen, aber man sperrt Personal ein und bezahlt dann einfach doppelt und dreifach an der Scheiße, die man hinten rauskriegt. Das ist halt irgendwie ein komisches System. Ein sehr komisches System. Man muss ja auch mal schauen, wie Stellen in der Verwaltung verteilt sind. Beim Straßenbau, Radwege, Bahnbau. Ja. Auf jeden Fall nicht gut. Achso, da vorne war das, nicht? Ich habe das noch nicht auf dem Radar. Wir müssen das mal machen. Ich muss mir das hier mal im Wegpunkt erstellen. Nee, wartet. Wegpunkte immer da, wo das ist. Ignum Pulver. So. Dann wissen wir, da kommt irgendein Pulver raus. Dann habe ich einen besseren Anhaltspunkt, sonst renne ich immer zum falschen Berg. 90% im Straßenbau an, 10% für den Rest, Bahn privatisiert und zu Tode gespart. Ja. Ja, und die Bahn ist ja auch immer noch so, die wartet ja immer darauf, dass sie das dann auch noch finanziert bekommt, irgendwas. Oder Zuschüsse bekommt. Vorher fängt die ja nicht an, irgendeinen müden Finger krumm zu machen. Ich glaube, das können wir hier sprengen, oder? Eins, zwei, drei! Sehr schön. Bisschen zu viel gesprengt. Das kriegen wir aber behoben. Einfach weg den Rotz. Song. Oh, hier ist noch ein Block übrig geblieben. Aber mit dem können wir dann den Boden versiegeln. Das geht doch schneller, als wenn ich alles abbauen muss. Okay, und versiegeln. Denn ihr wisst, Kramplätze müssen verdichtet sein. Oh oh, ich habe gar nicht genug Zeug. Jetzt hätte ich vielleicht nicht so viel nach hinten bringen dürfen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so tief in den Boden wieder reinspringt. Na gut, haben wir wieder was gelernt. Ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, ich hätte gern die Sprengen... Radius-Dinger von den Sachen ein bisschen mehr unter Kontrolle, indem man da irgendwie, weiß nicht was, einstellen kann, wie halbe Sprengladung, ganze Sprengladung oder so. Damit man halt auch vielleicht vorher sieht, was gesprengt wird, wäre halt auch nicht schlecht. Aktuell sieht man es halt einfach gar nicht. Oh, das reicht hier auch nicht. Okay. Jetzt fangen wir so, jetzt hören wir so auf, wie wir angefangen haben, mit Sachen abzubauen. Ganz klasse. Bahninfrastruktur, Bau, Planung und Finanzierung sollte meiner Ansicht nach Staatsaufgabe sein. Betrieb kann aus privatisiert sein. Ja, genau. Warum beinhaltet der Staat nicht die Schienen und macht das so wie die Bahn Schienendings AG nicht und vergibt es. Ich meine, klar hat der Staat da irgendwie 80% seine Griffe oder sowas drin. Aber das ist ja trotzdem nicht das Gleiche. Vor allem auch immer dieser Ansatz, alles muss wirtschaftlich sein, gerade bei den Krankenhäusern, wo wir da vorhin waren, ist ja auch irgendwie Quatsch, nicht? Also, Gesundheit kann nicht wirtschaftlich sein. Das schließt sich schon gegenseitig aus. Das Einzige, was eigentlich wirtschaftlich sein muss, ist Nahrungsherstellung. Im Sinne von, du brauchst ein positives Auskommen an Nahrung, um die Menge an Menschen, die du hast, zu ernähren.
Das ist eigentlich das Einzige, wo ich sagen würde, das macht Sinn. Das muss reguliert sein. Das wäre gut, wenn man da einen Blick drauf hat. Okay, jetzt haben wir aber genug, oder? Wenn das jetzt nicht reicht, weiß ich auch nicht. Ah, für die Seite hat es schon mal gereicht. Oh, 13 Uhr übrig. Hat aber genau gelangt. Und dann haben wir hier genug Fläche. Und beim... Oh, scheiße. Jetzt weiß ich, was ich da vorne vergessen habe. Die Dinger. Die Dinger habe ich vergessen. Okay, chemische Aufbereiter. Da sind sie. Wie groß sind die? Gar nicht so groß. Der Ausgang ist da, der Eingang ist dort. Das sieht auf jeden Fall erstmal einfach aus, aber wir dürfen nicht vergessen, wir müssen das Wasser hinten ranführen. Vielleicht stellen wir die lieber doch so, aber ich glaube, das wird auch nicht kürzer, wenn ich die seitlich stelle. Und, oh, kommt der da etwa oben gegen? Nee. Anscheinend schon. Oh, 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 nicht gut. Müssen wir da auch noch ran. Aber ich würde sagen, das sind Sachen, die wir in der nächsten Folge planen. Und dann gucke ich mal, dass wir hier die Sachen aufgestellt bekommen. Und ich hole vielleicht das ein oder andere Baumaterial noch, was wir brauchen. Bis gleich.